Soll ich wieder gehen? Nein, aber nicht bewegen. Sehen Sie mal, jedes Wissen ist letztendlich Wissen über sich selbst. Mit Fortschreiten der Kalkulation entfaltet sich die Wirklichkeit. Das ist was Großes. Gott will die Materie erschaffen. Ihre Oberfläche hingegen ist ein Machwerk des Teufels. Tada! Auf hinaus, dass es eine spezifische Konstellation gibt mit genau diesen Gesetzmäßigkeiten, das stabil wird auf lange Sicht. Sehr stark miteinander und ineinander vernetzt sind. Und man also noch nicht genau weiß, wie sind die Kopplungen, wie sind die Zwischenschritte, wie sind die Prozesse, die sich gegenseitig beeinflussen. Klima ist zum Beispiel so ein Fall, aber auch das gesamte System Erde wäre ein sogenanntes nicht-linear gekoppeltes System, das hochgradig dynamisch ist und das natürlich auch seine Herausforderungen gebracht hat. Der Verstand sinkt mit der Masse der Versammelten. Das Überbevölkerungsdogma ist widerlegbar. Wir sind nicht zu viele. Wir sind einfach nur zu blöd. Wie kann ein solcher Satz einsichtig gemacht werden? Wie können wir eine Einsicht gewinnen, dass ein solcher Satz gilt? Wir nehmen es ja mit Begriffen nicht mehr so genau. Diese Punkte, um diese Differenzierung geht es mir. Es ist wichtig, dass wir vor allem Begriffsbestimmungen haben und auch sehr deutlich dabei bleiben. Wenn wir nämlich keine sauberen, exakten Begriffe bestimmen, bringt jegliche Diskussion gar nichts. Gerade wenn wir uns um solche Themen unterhalten, wie beispielsweise... Tada! Und Vokabeln lernen und Aussprache, das ist nicht das Problem. Was wirklich schwierig ist, ist die wahre Bedeutung hinter den Worten. Woher kommt das Gefühl hinter dem Wort? Was drückt es eigentlich aus? Nicht zu viel Gewicht auf Ihre Reden legen würden, dann müssten Sie nicht ständig Ihre Diäten erhöhen. Weil ein großer Teil der heutigen Philosophie sprach sein, das verstanden werden soll, gibt es dann Ausdrücke wie sein, das verstanden werden soll, muss Sprache haben. Objektives, sondern also ohne Sprache kann man überhaupt hängt nichts verstehen. An den Bedingungen indem unseres ich dann wieder andere Dinge machen kann, die ich zusammenbauen kann, um noch größere Flexibilität zu haben. Ich möchte es vergleichen mit dem Schreiben eines Gedichtes. Das heißt, die Natur hat sozusagen vor, ein Gedicht zu schreiben, aber nicht, sie weiß nicht, welches Gedicht geschrieben wird. Ja? Aber sie sieht, wenn sie Buchstaben hat, die nun gegeneinander kämpfen würden, welcher Buchstabe der besser ist, wird es nie ein Gedicht geben. Sondern da ist die Möglichkeit auch da, dass A und B sich arrangieren, vielleicht noch ein L hinzunehmen und dann auf einmal eine Kombination bilden, dass ein Blabla entspricht, was schon eine Ausdrucksform ist, die höher ist als jeder Buchstabe, die sich nun bewährt. Und dieses Blabla differenziert sich aus und macht vernünftige Worte, die noch flexibler sind und nun Sätze bilden können, die Sinn machen. Ja? Das ist sozusagen die Evolution. Aber welches Gedicht am Schluss entsteht, ist nicht vorherbestimmt. Ja? Tada! Aber doch ein Gedicht, was ausdifferenziert ist, weil dieses Gedicht Dinge zum Ausdruck bringen kann, die sozusagen ungeheuer viele Dimensionen hat. Nicht? Und das ist für die Überlebensfähigkeit des Organismus dann wichtig. Ja? Also das Überleben ist dann doch wichtig, aber auf eine viel raffiniertere Art und Weise des Zusammenspiels. Die Natur gibt uns vor, wo die kritische Masse liegt. Der 167 sagt, du darfst die Religionsausübung nicht stören. Das ist Friedensbruch. Das ist sowas wie Hausfriedensbruch. Der Idealismus, wenn er nicht einen lebendigen Realismus zur Basis erhält, wird ein leeres und abgezogenes System. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ja. Wir stehen betroffen. Der Vorhang zu. Für alle Fragen offen. Vielen Dank.
Kulturgeschichtlich und philosophisch war sie der intensive Versuch, eine Welt wieder zu verzaubern, die von den Naturwissenschaften entschleiert worden war.